Tommy, what's this story about? Well, this is a story about Dad. And he's in a wrestling ring. Hurra! Und in diesem Sinne, guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Dr. Dan, meine Damen und Herren. Ich bin, okay, nennt mich JD. How can he be a doctor? Oh, he's a nurse and he does nursey things. Nursey things? Okay, dann wollen wir mal nursey things machen gehen, wahrscheinlich. So he goes to the nurse station. Natürlich, verstehe. Okay, also bis jetzt alles richtig. Hallo, liebe Nurse. Sollen wir ein bisschen knutschen? Ja, passenderweise, wenn ich im Krankenhaus bin, bin ich natürlich auch mittelmäßig verschnupft. Hurra dafür. Ist ja ein Traum. Ausnahmsweise mal liegt es nicht an irgendwelchen Konzerten, sondern am verfickten Winter. Du gottverdammtes Arschloch. Es geht auch. Meine Damen und Herren, also, wir sind heute, geht zur Pflegestelle. Ich bin in der Pflegestation. Oder bin ich nicht in der Nurse Station? Doch, hi. Ja, und finde Patientenunterlagen. Die hier? Oder diese komischen, oder dieses gekritzelte... Hi. Das sind... Nein, das sind Aquarium-Notizen, die möchten wir nicht... Ach, hier drin. Achso, hi. Achso, hier sind bestimmt... Oh nein. Okay, ich muss jetzt... Muss ich die jetzt in der Reihenfolge... Also das, was ich in der Hand habe, ist auf jeden Fall 201. Das habe ich... Du sitzt schlecht hier, mein Freund, aber dafür sitze ich mich dann einfach auf deinen Schoß. Das ist ja in diversen Internetvideos schon mal schiefgegangen, deswegen, warum sollte ich das nicht auch so machen? hi. And Dad met this one lady who was really nice. Ja, hi. Good morning, Mr. fehlt bestimmt Nurse. Das Kissen, oder? Good morning, it's Mr. Nurse. Trouble. Would you mind fluffing my pillow and turning off the television? Fluffing your pillow. Also fluffing your pillow machen wir mal hier den hier, sagst du. Das haben wir auf jeden Fall. Hör auf zu meckern, dass sie jetzt meckert, dass sie ihr Ding ins Gesicht haut. Ja Gott, aber ich habe mich da als Kind immer früher drüber gefreut. Also wenn dann Frau Mutter das Bett ausgeschüttelt hat und ich lag drunter, das war ja das Spektakulärste, was es gab. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet. Donuts from the waiting room, please. Here's some money to buy them. Ich soll jetzt Donuts mitbringen. Du hast übrigens eine verdammt alte Stimme für ein verdammt junges Gesicht, aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm, ja? Halt deine dumme Schnauze. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde, weil mein Balken da jetzt schon mehr als halb voll ist. Hi, gibt's hier Donuts in dem Automaten? Natürlich. Gibt's in den USA tatsächlich Donut-Automaten? Das ist doch mal eine Marktlücke, Alter. Die hätte ich auch gerne hier in Deutschland gefüllt. Es hängt fest. Da muss ich jetzt... Achso. Ja, ich hätte es mir denken können. Da kann man schon mal halb in das Ding einsteigen. Warum würde man das auch nicht tun? Hi. Warte mal, den Donut da oben möchte ich gerne. Nein. Markier doch mal das Richtige jetzt, das Blaue. Na warte, jetzt, für eine Sekunde hatte ich's. Mr. Octo. Müssen wir... Aha, jetzt. So, das sind Donuts. Das sind ein... Mach weg hier die Scheiße. Die Donuts sind auf und fallen raus. Nein! Warum? Jetzt war... Scheiße. Kann ich nicht einfach einen einzelnen Donut nehmen? Kann ich das hier überhaupt rausnehmen? Oder hänge ich jetzt hier komplett fest? Ich scheine komplett festzuhängen. Das ist natürlich schade für mich, aber... Dann nehmen wir halt... reicht ein einzelner Donut? Hole Donut... Da steht Donuts, da steht Plural. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht reichen, ja? Hi. Thank you oh, doch. So much. Okay, Gott sei Dank. Dann... also, warum... Ist egal. Nein, wir nehmen das dann... Schöner Spagat, Alter. Der guckt dabei dann auch immer so unschuldig in die Kamera. Weißt du, als wär überhaupt nichts passiert. Aber hi. Du brauchst bestimmt Sauerstoff oder so. Den hätte ich auch gern. Hi. And then Dad met a patient who was sad and weird. It's bad, isn't it? Oh no! Oh no! Is it Chaz? Leuphoria? The Macarena? You better check my blood pressure to find out. Macarena, aber auch, Alter. Pumpe dein Blutdruckding auf. Okay. Muss ich einfach nur. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt einfach machen muss. Okay. Das ist aber verdammt hoher Blutdruck, meine Dame. Hier, einfach bei 50. Ich glaube, bei einem Blutdruck von 50 wäre man vermutlich tot, aber das macht nicht allzu viel. Hi. What about my eyes? Shine lights in my eyes! Okay. Danke. Gott sei Dank. Wie bist du hier, der Arzt von uns beiden? Also, hi. Am I blinking enough? I feel like I'm not. Schreib auf die Tafel. Was soll ich denn schreiben? Hi. Oh, give it to me straight, Nurse. Ja, ist eindeutig das hier, weil... Warum würde ich irgendeine andere Krankheit sagen? So, genau. Can you show me on the whiteboard? Warum hast du plötzlich ein Einhorn? Warum ist dir jetzt ein Einhorn gewachsen? Okay, ich werde jetzt nicht mehr anfangen, in diesem Spiel irgendwas zu hinterfragen. Wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Hallo. Everyone knows. And Dad met this one guy who was a jerk. Redet doch einfach alle durcheinander. My bottom hurts. Adjust my bed, nurse. Verstell das Bett. Meinst du jetzt im Sinne von verschieben, woanders hinschieben oder wie mache ich das?
Wie mache ich das? Wächst dir gleich auch ein Einhorn? Ich möchte gerne. Warum kriege ich kein Einhorn? Weil ich bin nur immer dieser dumme Okto-Typ. Was muss ich tun? Wie kann ich dieses Bett verstellen? Verfickte Scheiße! Moment, ist das der Automat? Das sah für mich aus wie ein Tropf. Das sieht für mich aus wie ein. Das ist ein Tropf. Aber wie kann ich denn das Bett verstellen? Wie genau werden wir. Oder einfach nur verschieben, wenn ich das jetzt hier so festhält? Achso, ach, das war's. Also, okay. Entschuldigung. Weißt du, wenn die wenigstens freundlich wären bei dem, was sie hier so tun, dann wäre alles okay. Aber ist egal. Irgendeinen Arschloch müssen wir ja haben. Hier, frisch oder Stier. Ja, sehr, sehr romantisch auch. Also, ich meine, das ist ja schon fast so romantisch wie das Essen mit meiner Frau. Aber nur beinahe. Gott sei Dank sind es nur Melonen, die er wohl bemerkt mit Rinde isst. Rinde, weil man so Rinde nennt. Hi. Ist jetzt seine scheiß Melone. Ach, nur drei. Ein Buch. Weißt du was? Halt deine verfickte Schnauze. Oh, ich hab eine verfickte. Das Spiel ist so. Das Spiel ist so großartig. Welches Buch möchte. Hallo? Willst du bitte nicht mit der Tür. Aber egal. Du liest hier den Scheiß. Warum nicht? Da liegt ein Defibrillator. Muss ich gleich noch jemanden defibrillieren? Das ist offensichtlich dann jetzt sowieso auch der fast schon ein bisschen der Teaser für Surgeon Simulator, meine Damen und Herren, was natürlich irgendwann bleibt mir wahrscheinlich nicht mehr als. Entschuldigung? Du verficktes Arschloch, aber ist egal. Von mir aus. Wenn du sagst, wir sollen, dann bleibt mir so viel andere Dinge übrig. Was steht da? Ach, ist egal. Wir nehmen. Nein, warum rennst du da durch? Ich bin am Arbeiten, ich bin Doktor. Du kannst doch nicht einfach durch meine Arbeit durchlaufen, wenn ich Doktor bin. Entschuldige mal, glaubst du, wer du bist? Freundchen. Da liegen Blumen, aber ist egal, die liegen mal. kann ich mal. Warum häng ich. Bin ich die ganze Zeit irgendwie an allen Ecken hängen geblieben oder fiel mir denn nur nicht auf? So, bitteschön, da hast du einen neuen Tropf, du Penner. Hi. Ich möchte aber gerne. Eigentlich wollte ich die Flasche da abmachen, aber das ist mir wahrscheinlich nicht gegönnt. War das jetzt falsch, ja? Okay. Warum hängt das Ding immer noch an mir dran? Kann ich. Also die Flasche einzeln kann ich. Doch. Mach doch mal ab jetzt hier. Kann ich das nicht abmachen? Ich möchte gerne abmachen. Das Spiel ist übrigens das ist der Beweis dafür, dass Gewalt sehr wohl manchmal eine Lösung sein kann. Warte mal, das ist ein voller Tropf. Das ist ein voller Tropf. Gib mir den vollen Tropf hier. Da muss die Frau halt sterben. Man kann die alle haben. Nein. Nein. Wahrscheinlich mache ich das halt komplett falsch und es gibt hier irgendwie, keine Ahnung, eine Tropfstation oder so ein Scheiß, wo man die dann einfach zentral bekommt und aber wo? Wo wird man in so einem Krankenhaus? Was ist hier? Hier ist bestimmt der OP. Hier ist bestimmt der OP und ich muss gleich jemanden operieren. Ich gehe davon aus, dass ich gleich noch jemanden operiere. Ach, das Ding ist jetzt hier respawned. Das heißt, ich gehe dann doch davon aus, dass das hier richtig ist. Aber muss ich den kompletten Ständer da hinten wegstellen oder was? Ich möchte deinen Ständer eigentlich nicht anfassen. Das ist das Problem. Ich hab da so ein bisschen Skrupel, aber dein Bild fällt vor der Wand. Da hast du noch gar nicht drüber gemeckert, Kollege Sonnenschein. Hier, bitteschön. Da liegt eine Banane oder so auf dem Boden. Mach jetzt dein. Hier, da steck dir das in sämtliche Körperöffnungen und dann halt deine Schnauze. Man muss sich mal vorstellen, dass man im Krankenhaus ist und da kommt der Doktor und haut einem einfach den Ständer von Tropf in die Fresse. Hallo? Da. Dann reicht der wohl jetzt. Ist das scheinbar nicht das, was ich machen muss? Ach. Okay. Das erklärt einiges. Das war nicht hier. Das war vorher nicht hier. Ihr habt alle gesehen, dass das vorher nicht hier war. Nein. Also entschuldige mal bitte. Jetzt ist aber mal gut hier. Nur diese fiesen Unterstellungen. Halt deine dumme Schnauze. Ja. What now? He helped all the people. Oh, ans Telefon. Ja, natürlich. Hi. Ist das meine Frau, die mir sagt, dass sie mich über alles liebt? Ach so. Dad, it's your long lost brother. I've got terrible news for you. Vor allem nennt er mich natürlich dann auch Dad. Patient alert in room 205. 205. Ja, dann gehen wir mal besser in. Ach, der Typ. Ja, wenn der stirbt, ist nicht so schlimm. Das war sowieso ein Arschloch. Lege den Patienten auf die Rolltrage. Muss ich den jetzt einfach hochheben? Welche verfickte Rolltrage überhaupt? Also ja, wir nehmen den einfach mal mit. Allein dafür hat sich das schon wieder gelohnt. Allein hierfür ist das hier schon wieder dermaßen. Ist das die Rolltrage? Das ist für mich eigentlich ein Bett, aber ist egal. Hier, da, geh schlafen. Hi. Klappe die Seitenteile hoch. Also. Nein, das ist nicht das Seitenteil. Sehr schön. Was ist illegal? Patienten zu quälen und durch die Gegend zu schlörren ist. Ach Quatsch. Erzähl doch nicht so einen Unsinn. Entschuldige mal, wir haben doch alle Emergency Room gesehen, oder? Also ich nicht, aber ist egal. So, hier, da. Darf ich dich jetzt mitnehmen? Bring in den Vorbereitungsraum. Oh mein Gott.
Der bleibt jetzt einfach so drauf liegen. Ach, also ich möchte auch gerne mal wieder operiert werden. Also, und dann von genau Octodad. Wahrscheinlich lebe ich dann zwar nicht mehr, aber dafür hatte ich jede Menge Spaß, während ich ohnmächtig auf meinem Bett lag. Hallo, nein, komm jetzt mit. Ist das der Vorbereitete? Suddenly, Dad faced a most. Good thing there was a crowbar there, to crowbar the door open. Toll, hurra, weil wir unbedingt in Krankenhäusern Türen mit dem Ding hier öffnen müssen. Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung, wie ich das scheiß Brecheisen nutze. Hallo, ich bin ja kein Amerikaner. Die so irgendwie dauernd nutzen. Woher soll ich wissen, wie ich das Brecheisen nutze? Also, offensichtlich mache ich irgendwas falsch. Ach nee, oder? Aha, nee, scheinbar habe ich doch alles richtig gemacht. Mit meiner Brechstange. Sehr schön. In den Vorbereitungsraum. Ja, habe ich doch gemacht. Ach, Prep Room. Achso, das ist dann wahrscheinlich. Ist das Ding hier? Das ist das Ding hier. Muss ich das jetzt. Achso, ah nee, das geht von alleine auf. Okay. Dann komm mal mit, Monsieur. Alter, da ist eine Spritze. Darf ich den jetzt mit der Spritze. Wasch dir die Hände, was man so Hand nennt. Aber okay. Ich folge mal. Ich bin mal so frei. Hi. So. Sehr schön. Gib ihm die Betäubung. Was ist denn die Betäubung? Die Spritze hier? Ist die Spritze die verfickte Betäubung? Sehr schön. Liegt da wie so eine zusammengefaltete Wurst. Pack ihn auf den Operationstisch. So, komm mit, Freund. Wir haben noch einige vor hier. Nein, ich möchte das Bett nicht haben. Hol ihn mal von dem Bett da runter jetzt. So. Ein Traum. Ach, Ragdoll-Effekte sind übrigens das Coolste, was es auf diesem Planeten gibt. Aber das wissen wir wahrscheinlich alle. So, tschö. Dr. Udo. Warum? Wieso Udo? Wie rufe ich den denn aus? Hallo, wo gibt es denn hier so ein Ausruftelefon? Hier? Nein. Ach, an dem Automaten hier. Achso, verstehe. Hallo, Udo. Page. Was soll ich jetzt wissen? Achso, zufälligerweise richtig geraten. Dann ist ja alles in Ordnung. Nochmal. Hallo, who is this? Joe? Stop calling me. Okay, ich bin nicht Joe, aber wir müssen hier jemanden operieren, der sonst stirbt. Dr. Nigel to the operating room. Warum haben die Dr. Nigel mit Dr. Udo ersetzt? Ist das irgendwie ein Inside-Joke, den ich nicht verstehe? Dr. came in, and he was famous. His name was Nigel. Blub, 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 blub. Durchleuchte den Patienten. Warte mal, wie wollen wir den Patienten durchleuchten? Da liegt ein Schnitzelklopfer. Hi. So, wir durchleuchten jetzt mal einen Patienten. Komm her. Ach, halt die Schnauze. Du stehst im Weg, Udo. Alter. So, ist der jetzt durchleuchtet? Ist denn hier. Warum wird. Das Bett rollt auf mich zu. Ich möchte. Hier sind Geister. Ich möchte gerne nicht, dass hier Geister. Ich durchleuchte den Patienten doch die ganze Zeit, Herrgott, nochmal. Was muss ich. Ach, ich muss auf den roten Knopf drücken. Habe ich jetzt gewonnen? Ah, jetzt habe ich gewonnen. Wie schön. Hi. Schön, dass der Kopf gescannt wird, obwohl ich das Ding eigentlich auf die Hüfte lege, aber. Ein Skalpell. Wie wär's mit einer Gabel? Warum liegt da eine Gabel? Warum hinterfrage ich irgendwas in diesem Spiel? Ich hatte eigentlich jetzt erwartet, dass das Skalpell hier einfach irgendwo im Wartesaal liegt, aber okay, nee, dann holen wir mal ein Skalpell, wo ein Skalpell so rumliegt. Hi. Das eine Skalpell, das zugegen ist und einfach offen hier rumliegt. Einfach so. Schöne Filmposter übrigens auch an der Wand. Hallo Udo. Hier, hast du das Skalpell, Alter. Brauchst du Tupfer? Knochensäge. Eine verfickte Knochensäge. Where does Dad find a bone saw? I don't know. In a box somewhere. Oder hinter der Kiste. Oder in dem Fall sogar auf der Kiste, freundlicherweise. Schön, dass man die Spritze schon mal an der Spitze nehmen kann. Weil, sonst würde sie ja nicht Spritze heißen, wenn man sie nicht an der Spitze nehmen würde. Oder so ähnlich. Hi, hier ist deine Säge, Kollege Sonnenschein. Kollege Udo. Then it was time for surgery. And Dad got all up in some guts. Ich soll das jetzt mal. Stacy. Dad grounded me for a week after my last story. Ich soll den jetzt aufschneiden. Sports Johnson and the Zombie Hurricane was pretty violent. Nicht runterfallen. It was my masterpiece. Masterpiece, sagst du. Master of. Oh, hi. So it turned out the man was a robot all. Okay. Was zur Hölle ist. Okay. Ja, hi. So now the surgery can begin. Ich muss jetzt nicht ernsthaft Surgeon Simulator spielen, oder? Was muss ich machen? Gib Udo ein Werkzeug. Ja, hier, Schraubenzieher. Du brauchst unbedingt ein. Das macht natürlich der Schraubenzieher auch Sinn, aber der Schnitzelklopfer nicht mehr. Bitteschön, da hast du Schraubenzieher, Kollege. Was zur gottverdammten Hölle? Öffne die Brustplatte. Okay.
Verstehe. Alles andere wäre wohl zu brutal gewesen. Das ist tatsächlich sehr, sehr... Ist Surgeon Simulator von denselben Developern? Weiß ich überhaupt nicht. In den Comments, meine Damen und Herren. Was muss ich machen? Säubere die Brusthöhle. Wie genau... Achso, mit dem... Mit mit Seva. Oder ist das Verband? Ist das Verband oder Seva? Scheinbar ist das Verband. Verwandt. Aber wie mache ich das Ding dann jetzt sauber? Oder muss ich das hier rausnehmen? Ich muss das rausnehmen. Also, okay, da ist das Herz. Verstehe. Ich muss das einfach... Das ist jetzt richtig, was ich mache, ja? Dass ich dem jetzt einfach in das Herz rausreiße und den ganzen Scheiß... ist alles in Ordnung. Verstehe. Dann machen wir das einfach so. Mein Gott, ist natürlich eigentlich auch sowieso nicht so, dass ein Roboter zwingend ein Herz braucht, aber... Was für eine Ahnung von Roboteranatomie habe ich schon, nicht? Hi. Jetzt muss ich tatsächlich tupfen. Hiermit. And in his chest they find a broken heart! Oh mein Gott. So broken, it goes crazy flying around the room. And then all his arms and legs go kabloom, all over the place. Was immer du sagst. Was auch immer du sagst, Spiel. Fang das Herz. Das hier... Wo ist denn Mr. Herz so? Hallo? Hi, da, gib mir das Herz. Nein. Verfickte Scheiße, nein, das wird... Oh, das muss ich auch noch fangen spielen mit dem Nein, ich hab's. Hör mal, ich hab da nicht. Da guckt ja, dann gib Udo das Herz. Ja, hier, Udo. Udo, Alter, ich muss dir was sagen. Du bist schon längst meine verfickte Liebe und so ein Scheiße. Da, bitteschön. Herz. Ist zwar nie meins, aber ist egal. Halt die Schnauze. Bring die Glieder am Roboter wieder an. Oh, das kann ich... Wie viele Jahre wird das jetzt dauern? Willst du das bitte einfach anbringen und diesen scheiß Schnitzelklopfer da wegmachen? Danke. Sehr schön. Das ist ja toll. Das ist ja echt eine tolle Aufgabe. Mach jetzt bitte das verfickte Bein oder Arm oder was auch immer. Das ist da dran. Danke. Da kannst du auch direkt. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du ja hier dann... So, genau. Guck mal. Gott sei Dank ist ja so beweglich. Da muss ich mich keinen Schritt bewegen. Ich sollte vielleicht überlegen, ob ich irgendwie eine Quallen... OP macht, so, ach Quallen, eine Oktopus-OP macht, sodass ich mich eigentlich auch nicht mehr bewegen muss. Ich stehe da einfach nur da rum und wink mit meinen Tentakeln überall rum. Nein, so ist schlecht. Mit meinen Tentakeln überall rum, sodass einfach, also mir kommt dann alles entgegengeflogen. Das wäre mein Traum. Das wäre schön. Da wäre ich auch viel besser ein Video spielen, meine Damen und Herren, weil, mit Tentakeln, Alter. Und meinst du, was du da mit Controllern hinkriegst, ey, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Mach jetzt. Willst du bitte den Arm da dran machen? Danke. Zu gütig. Hab ich jetzt gewonnen, ja? Ich hoffe ja wohl... Okay, the guy's not a robot anymore. Okay, Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung. Schocke den Patienten. Klar. Gott sei Dank. Endlich der Defibrillator. Mit dem Schnitzelklopfer daneben. Das ist das Wichtigste. 5, 6. Muss ich auf 10 warten? Bumm. Nochmal. Okay, dann... der fällt aber vom Bett. Und Udo hält ihn nicht fest. Udo, du hast Aufgaben, Alter. Auch wenn deine Operation gerade vorbei ist, aber... Klatsch Udo ganz hoch ab. Hi. High five. Verstehst du? Ganz hoch. Dad and the famous doctor high fived. Ganz tief. More than once. Oh, okay. Packe den Patienten in einen Rollstuhl. Vor allem packe. Das ist ohne Scheiß. Das Bekloppteste, was ich jemals gesehen habe. Diese Ragdoll-Effekte. Pack. Nimm meine Hand und pack ihn in einen verfickten Rollstuhl. Ja, toll. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich so ein toller Arzt. Aber jetzt kann ich endlich in Ruhe schlafen. Jetzt, wo ich dann Arzt bin, Leben gerettet habe. Also, ich meine, was wollen wir mehr? Kann ich hier irgendwie durch? Hier kann ich bestimmt durch. Naja, hier kann ich. Guckt ja dann. Gott sei Dank hänge ich nicht mit meinem Bein auf dem Rollstuhl. Wahrscheinlich brauche ich eher einen Rollstuhl als der Patient. Wobei, so wie der da drauf liegt, Alter, hat der den schon ziemlich verdient. Wer hat den da so draufgelegt? Ich würde das nicht machen. Also, ich meine, ich habe ja Respekt vor meinen Patienten. Mr. Octo, du musst das jetzt schaffen. Ich kann jetzt nicht hier noch scheitern. Wir sind so weit gekommen. Wir haben Menschen operiert, die sich zwischenzeitlich in zwischenzeitlich Roboter verwandelt haben, Alter. Warte mal, in 205 war der, ne? Da steht immer noch Anruf auf dem Telefon, aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich meine, der eine Doktor hier war gerade arbeiten. Also, hi. Du brauchst kein Bett mehr, aber... But Dad caught unicornitis from that alien lady. Ja! And the only cure for unicornitis is... Endlich! Jetskis! Klar! So we bought us some sweet Jetskis! Hurra, Jetskis! End! Ja, und wir sind endlich Einhorn, meine Damen und Herren. Ein Oktopus-Einhorn zwar, aber man muss ja nehmen, was man kriegen kann. War es das tatsächlich? Sind das nur die beiden Shorts? Na gut, dann nehmen wir das so hin. Dann war es das wahrscheinlich leider für das erste mit Octodad. Auch wie schade. Muss mal gucken, ob es dann vielleicht nicht doch nur ein, zwei andere Shorts gibt. Ich dachte, dass es da noch andere gäbe, aber wollen wir mal recherchieren. Ansonsten, vielen lieben Dank, dass du da wart. Hochwitz hier winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.